Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Playmobil Reiterhof spielen. Wir haben unseren eigenen Reiterhof, ein paar Pferdchen, eine riesengroße Reitstrecke und mittlerweile auch ein eigenes Auto für unseren Reiterhof. Wir starten die App mal, haben das schon ein paar Mal gespielt. Ich weiß aus dem Kopf genau gesagt gar nicht, wie oft wir es schon gespielt haben. Das ist auf jeden Fall unser Reiterhof. Ich habe ganz, ganz viele Schleifen und auch Sackgassen hier in diese Reitstrecke eingebaut. Das hier ist unser Auto. Aber damit können wir gar nichts machen. Wenn ich das anklicke, passiert gar nichts. Wir können damit nicht rumfahren oder so. Ich dachte, vielleicht könnte man eventuell mal andere Reithöfe besuchen. Klappt aber nicht. Ich würde sagen, als allererstes kümmern wir uns vielleicht direkt mal um unsere Pferde. 3 Stück haben wir. Jumper, Ebony und Sparky. Level 15 bekommen wir Lucy, allerdings Level 15 nicht von den Pferden, sondern von dem Reithof. Das macht einen Unterschied. Ich striegele erstmal mein Pferd. Haben wir was Neues bekommen? Oh ja, wir haben eine neue Decke bekommen. Obwohl, gar nicht. Das ist keine Decke. Das sind die Bandagen, die man da um die Hufe macht. Jetzt passt das aber farblich gar nicht mehr so zusammen. Leider. Das bekommen wir nämlich erst ab Level 14, die neue Verbesserung. Aber Hunger hat unser Pferd. Deshalb gibt es jetzt erstmal was. Je öfter man spielt und je länger man vor allem auch spielt, desto besser wird dann der Level. Ganz klar. Ich spiele eigentlich nur mit euch, damit ihr auch nichts verpasst, was hier in dieser App vor sich geht. Schon wieder Hunger. So, ich glaube, das war es erstmal zu Jumper. Dann machen wir weiter mit Ebony. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, welches Pferd ihr am schönsten findet. Oder vielleicht auch von der Ausrüstung her. Also Sattel, Bandagen, ups. Und so weiter. Ich glaube, mein Lieblingspferd ist wirklich Ebony. Ich finde, das glänzt so schön. Noch einmal durchbürsten. Schon wieder Hunger. Mann, oh Mann. Die Pferde hier fressen mir wirklich die Haare vom Kopf. Ich kann froh sein, dass ich so einen großen Reiterhof habe. Da baue ich ja einiges an. Das kann ich dann immer abernten. Oh, Level 17. Wir haben eine weitere Hürde bekommen für unseren Parcours und 4x Heu. Dann geht's weiter mit Sparky. Ein Schimmel. Auch hier erstmal striegeln. Und natürlich genauso wie auch die anderen. Ordentlich füttern. Ich möchte gerne Level 18 werden, deswegen muss ich jetzt Sparky ganz viel füttern. Und auch nochmal striegeln. Vielleicht striege ich das Pferd nochmal mit einer anderen Bürste. Der Balken da oben von dem Herz, der steigt wirklich nur ganz, ganz langsam an. So, dann schauen wir mal, ob vielleicht noch ein anderes Pferd ein Bedürfnis hat, was wir hier stillen können. Sonst gibt es hier auf jeden Fall noch mehr zu futtern. Noch ein paar Streicheleinheiten. Und zum Abschied gibt es noch eine Karotte. Jetzt brauchen wir nur noch was ganz Kleines hier bei Jumper machen. Und schon sind wir im nächsten Level.
Zack, Level 18. Wir haben ein weiteres Silo bekommen und eine Mauer als Hindernis. Sogar zwei Silos, glaube ich. So schnell kann man beim Level aufsteigen. Gehen mal wieder zurück zu unserem Reiterhof, also zu der Reitstrecke vielmehr, der Draufsicht. Da können wir wieder ein paar Sachen verbessern, wobei wir echt nicht mehr so viel Platz haben, muss ich sagen. Wir sind erst Level 12, aber sind hier schon komplett zugebaut. Da können wir noch was hinbauen. Und wo können wir noch was hinbauen? Rot heißt natürlich, dass wir es da nicht hinbauen können. Ah, okay, jetzt habe ich, glaube ich, die Sachen ersetzt. Das kann man auch machen. Wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ich suche eigentlich eine neue Stelle, wo ich es hinbauen kann. Oh, vielleicht hier irgendwo? Da baue ich es hin. So, dann haben wir noch eine Mauer. Die könnte ich vielleicht hier hinbauen. Und dann haben wir noch das Silo. Das braucht relativ viel Platz. Das stelle ich mal da hinten in die Ecke. Fast hätte ich das auf Ebony gestellt. Und hier haben wir noch ein weiteres Silo. Das passt hier leider nicht so ganz hin. Vielleicht müssen wir auch einen Teil von unserer Strecke abreißen, damit unser Silo hier noch hinpasst. Oh, hier gibt es einiges abzuernten. Upsala, nicht den Baum verschieben. Obwohl, vielleicht könnte ich den Baum wirklich verschieben, damit ich da was anderes hinbauen kann. Leider kein Platz. Aber der Baum nimmt, glaube ich, genauso viel Platz ein wie unser Silo. Deswegen lassen wir es erstmal nochmal. Was können wir denn hier noch? Ach so. Das nimmt nicht ganz so viel Platz ein. Das kann ich hier wirklich überall hinbauen. Vielleicht ein bisschen besser verteilen, damit das nicht alles auf einer Stelle ist. So. Und jetzt muss ich trotzdem noch ein Silo verbauen. Also muss ich nicht, aber kann ich. Und dazu muss ich eventuell mal was umsetzen. Vielleicht das Auto irgendwo anders hin. Wo ist denn hier noch Platz? Naja, wie schon gedacht, nirgends. Ich habe es einfach viel zu... Oh, jetzt fährt das Auto los. Ich habe es einfach viel zu eng hier alles gebaut. Seht ihr da noch eine kleine Lücke? Oder habe ich einfach schlecht gebaut? Ja, so wie es aussieht, kann ich das gar nicht mehr bauen. Müsste ich ein bisschen was von meiner Reitstrecke abreißen. Möchte ich aber im Moment nicht. Oder ich gestalte das mal komplett anders und reiße alles ab. Jetzt wird erstmal eine Runde geritten. So, Jumper hatte auf jeden Fall seinen Spaß. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von uns, von dem Playmobil Reiterhof. Ich werde natürlich hier noch fleißig alles abernten, mir überlegen, wie ich meine Reiterstrecke verbessern kann oder vielleicht auch verkleinern kann, damit ich hier mehr Platz habe, um noch ein paar Erweiterungen zu machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!